Hallo liebe Gartenfreunde und herzlich willkommen zu einem etwas anderen Video, denn heute sprechen wir nicht nur darüber, wann man im Jahresverlauf über 35 der beliebtesten Gemüsesorten aussäen und auspflanzen sollte, sondern darüber hinaus, wie man mit diesem Wissen das Optimum aus seinem Garten oder seinem Balkon herausholen kann. Dazu gibt es noch Infos, ob ein Gemüse sich gut lagern lässt und wie man es am besten haltbar macht. Dieses Video könnt ihr also auch zum Nachschlagen verwenden, falls euch mal irgendeine Information fehlt. Und aus diesem Grund verwende ich auch hier die YouTube-Kapitelfunktion. Einfach mal unten in der Timeline schauen. Die ist in Kapitel unterteilt, also in diesem Fall nach den einzelnen Pflanzen, steht dann auch nochmal in der Videobeschreibung und da könnt ihr einfach direkt zu den Pflanzen springen, die euch interessieren. Bevor wir jetzt aber so richtig anfangen, hier noch einige wichtige Anmerkungen und Tipps. Viele der gleich getätigten Angaben sind abhängig von der Temperatur. Also nicht vergessen, jedes Jahr ist anders, jede Region in Deutschland ist ein bisschen anders. Zu den Aussaatzeitpunkten schreibt jeder fast was anderes. Und aus diesem Grund bin ich diese gesamte Liste vorher einmal mit Gemüsegärtner Marcel durchgegangen und wir haben Werte genommen, wo ihr eigentlich auf der sicheren Seite sein solltet. Allerdings, auch hier wird euch niemand eine komplette Garantie geben. Viele von euch sind ja noch nicht so lange bei diesem ganzen Thema, also eigene Nahrung anbauen, Gemüsegärtnern. Und besonders für euch ist auch dieses Video hier gemacht. Und ein paar Worte zum Thema Klima und Wetter. Ja, wir haben einen Klimawandel. Ja, die Winter werden wärmer, aber lasst euch da bitte nicht von täuschen. Jeder Winter kann so richtig reinhauen und das wird einem dann spätestens dann zum Verhängnis, wenn man jetzt zu früh angefangen hat. Denkt sich dann zum Beispiel im April, ach, jetzt stellst du schon meine Tomaten nach draußen. Es ist ja noch so schön warm oder es ist schon so schön warm und dann knallt der Frost richtig rein und dann war die ganze Arbeit umsonst. Also immer wieder der Tipp, bitte fangt nicht zu früh mit der gesamten Sache hier an. Nicht nur der Wunsch, eigenes Gemüse anzubauen, wird immer größer, sondern auch der Wunsch, seine eigene Nahrung irgendwie haltbar zu machen, zum Beispiel für den Winter. Aber hier mein ganz persönlicher Tipp, wenn ihr zum Beispiel nur einen kleinen Garten habt oder einen Balkon, versucht so viel wie möglich von eurer Ernte so frisch wie möglich zu essen. Denn das ist eine Besonderheit, die nur wir haben, die wir unsere Nahrung selber anbauen und frisch ernten können. Pflanzen enthalten sogenannte sekundäre Pflanzenstoffe. Da will ich jetzt auch gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Auf jeden Fall, einige von denen haben schon sehr gesundheitsfördernde Wirkungen. Problem bei der ganzen Sache ist, die sind nicht so ganz stabil und nach der Ernte werden die relativ schnell abgebaut. Das heißt, im Supermarkt, wenn ihr da frisches Gemüse holt, das mag zwar frisch sein, aber viele dieser Stoffe, die gibt es schon da gar nicht mehr. Ist jetzt nicht so schlimm, aber wenn man es mitnehmen kann, sollte man das auf jeden Fall tun und ihr habt ja jetzt die Chance dazu. Aus diesem Grund überlegt euch das mal mit dem Haltbarmachen. Muss das jetzt wirklich sein oder kann ich das nicht dann doch besser direkt verwerten? Wir fangen jetzt einfach mal mit den Kopfsalaten an und weil das so viele Informationen sind, muss ich ab und zu mal hier auf den Monitor sehen. Bitte seht mir das nach. Bei Kopfsalaten seht ihr jetzt eine Eigenschaft von vielen Nutzpflanzen. Das ist einem vielleicht als Gartenanfänger noch nicht so ganz bewusst. Es gibt nicht einfach nur den Kopfsalat. Es gibt ganz, ganz viele Sorten, die sehr unterschiedliche Eigenschaften haben. Und es gibt Kopfsalate, die könnt ihr in den Hochsommer reinpflanzen. Andere, die fühlen sich sogar unter einer Schneeschicht wohl. Überwinterungssalate, später Triebsalate für das Gewächshaus. Und so weiter. Also da am besten immer mal bei der Sorte, die ihr euch ausgesucht habt, einmal schauen, was der Hersteller da angibt. Aber so jetzt mal ganz allgemein gesagt, könnt ihr eigentlich schon ab Februar mit der Voranzucht anfangen. Immer vorausgesetzt, ihr habt genug Licht, denn sonst wird das Ganze nichts. Eine Direktsaat kann man, ja, macht man bei Kopfsalaten eigentlich weniger. Das ist eher so bei Pflücksalaten. Das könnte man dann aber eigentlich ab Mai fast den ganzen Sommer machen.
Und eine Pflanzung ins Freiland funktioniert in der Regel ganz gut ab März. Kommt natürlich auch wieder darauf an, wie gerade das Wetter ist, ob es schneit und gefroren ist. Aber bei uns funktioniert es, wie gesagt, meistens schon ab März. Und zur Not kann man ja immer noch ein Frostschutzvlies verwenden. Salate kann und sollte man auch im Jahresverlauf in mehreren Sätzen pflanzen, weil einmal im Jahr, jetzt im Februar 30 Salate für das ganze Jahr, das funktioniert nicht, weil die sind alle ziemlich zur selben Zeit erntefertig und dann habt ihr für den Rest des Jahres ja nichts mehr. Also immer mal so viel, wie ihr braucht, sagen wir mal 10 oder 12 Stück, immer so Chargen machen und das alle 2-3 Wochen neu voranziehen und dann, wenn die soweit sind, in den Garten pflanzen oder halt auf dem Balkon, denn Salate sind auf jeden Fall geeignet für Töpfe und Kübel. Kommen wir jetzt mal zum Feldsalat. Ganz beliebter Wintersalat, für den Sommer total ungeeignet. Der mag Wärme nicht so sehr. Fangt mit der Voranzucht, wenn ihr den vorzieht und nicht direkt aussät, ungefähr im September, Oktober, November an und pflanzt den dann, wenn die Pflanzen groß genug sind oder direkt Saat, zum Beispiel der August oder der September. So, jetzt werden bei vielen Herstellern angegeben, den kann man nochmal im Frühjahr aussäen. Kann man tatsächlich machen, nur die Chance, dass der dann direkt anfängt zu blühen, bevor man den ernten kann, die ist sehr, sehr hoch. Marcel würde das auf keinen Fall mehr machen, hat er auch extra nochmal gesagt, auf keinen Fall im Frühjahr, bringt ihm nichts. Ich habe es mal versucht, es ging so einigermaßen, mich stört das nicht, wenn die so ein bisschen hochgehen. Kann man ja immer noch ernten, aber optimal ist wirklich der Anbau im Winter. Radieschen ist für viele total einfach, für mich gar nicht so einfach, weil ich Probleme mit Erdflöhen habe und sobald die Pflanze aus dem Boden kommt, werden die Blätter durchlöchert von den Tieren. Die Pflanze ist gestresst, fängt an hochzuschießen und an Radieschen ist da gar nicht zu denken. Gibt es aber wohl einige Hausmittel gegen, die ich empfohlen habe, bekommen habe, werde ich dann in Zukunft Videos machen. Also wenn ihr das sehen wollt, Kanal abonnieren ist dann nicht die schlechteste Idee. Weiter zu Radieschen. Voranzucht kann man machen. Ich mache es nicht. Da ist die Direktsaat viel, viel einfacher. Und das auch in einem sehr langen Zeitraum zwischen Februar und August. Und wenn man Folientunnel oder ein Gewächshaus hat, dann noch wesentlich länger. Mit 1,5 Monaten haben Radieschen eine relativ kurze Kulturdauer. Und das ist das, was ich eingangs meinte. Wenn man mit diesen Informationen hier arbeitet, kann man seinen Garten viel effizienter planen. Also ich habe schon gesehen, da haben Leute mir ihren Gartenplan gezeigt und dann stand da, ja, Beet 1, Salat. So, und was kommt danach? Weil Salat ist ja teilweise schon im Mai weg und dann soll das Beet ja auch nicht bis zum Ende des Jahres leer stehen. Da kann man ja zum Beispiel dann Pflanzen hin machen, die dann Anfang Mai ausgesät werden, wie zum Beispiel Mais oder später dann Tomaten kann man an diese Stellen pflanzen. Und ja, mit diesem Wissen, wie gesagt, das soll euch helfen, wirklich das Optimum aus euren Gärten rauszuholen. Kommen wir jetzt zu Mairüben. Das Schöne bei Mairüben ist, die kann man in zwei Sätzen aussäen. Und zwar einmal wirklich im März und April direkt ins Freiland. Auch hier würde ich die nicht vorziehen. Und dann später im Juli und August als Herbstrüben direkt ins Freiland. Die haben eine etwas längere Kulturzeit von ungefähr 3 bis 3,5 Monaten. Und auch hier kann man dann überlegen, was kommt an diese Stelle, wenn ich die Rüben geerntet habe. Rucola gehört auch zu den Kohlgewächsen. Das heißt, auch der hat je nachdem Probleme mit Erdflöhen. Das gibt sich dann aber meistens, wenn die Pflanze größer wird, kann man vorziehen. Zum Beispiel ebenfalls zwischen Februar und Oktober, also eine recht lange Zeit. Die späten Sätze dann eher, um es dann in den Folientunnel zu setzen. Aber sonst kann man sich eigentlich das ganze Jahr mit Rucola selber versorgen. Der ist extrem kältetolerant. Asiasalate sind Senfkohlarten, die hier ein super Wintergemüse sind. Die wachsen, wo sonst nichts mehr wächst, weil es so kalt ist.
gilt nicht für alle, gibt auch hier gibt es viele unterschiedliche Sorten. Man kann die auch im März und April für den Sommer anbauen, aber es hat sich hier empfohlen, dass es wirklich Sinn macht für den Winter. Und da kann man zum Beispiel eine Voranzucht für den Winteranbau zwischen Juli und November tatsächlich machen, um dann den ganzen Winter aus dem Folientunnel oder je nachdem, welche Sorte das ist, zum Beispiel Grün im Schnee, aus dem Freiland zu ernten. Sehr beliebtes Kohlgemüse, das sind die Kohlrabi. Hier kann es passieren, dass die wegen unzureichender Bewässerung oder unregelmäßiger Bewässerung anfangen zu platzen. Da habe ich auf diesem Kanal ein eigenes Video, wie man das verhindern kann. Schaut es euch dann einfach mal an, wenn ihr dieses Problem habt. Kohlrabis kann man zwischen Januar und März voranziehen, um die dann im April ins Freiland zu pflanzen und später nochmal zwischen April und August alles möglich und mit 2 bis 3 Monaten Standzeit auch relativ gut einzuplanen. Bei Spinat macht auch die Direktsaat mehr Sinn als den vorzuziehen. Und hier kann man auch wieder von 2 Sätzen sprechen. Einmal die Direktsaat ins Freiland zwischen Februar und April und dann später nochmal zwischen August und September für den etwas späteren Salat. Auch hier gibt es jeweils geeignete Sorten. Was er nicht so ganz mag, ist der Anbau komplett im Sommer. Das funktioniert meistens nicht so gut. Und auch die Sorten, die eigentlich für den Sommeranbau gedacht sind, da habe ich schon mehrere Male gehört, da haben die Leute nicht so wirklich Freude mit. Ein sehr unterschätztes Gemüse, das ist der Mangold. Es gibt Blattmangold, Stielmangold oder Mangold, wo man einfach beides isst. Sehr ertragreiche Pflanze. Voranzucht, wenn man es machen möchte, wird Anfang April, Direktsaat eigentlich schon ab Mitte April und die vorgezogenen Pflänzchen können dann ab Mitte Mai ins Freiland. Und die sollte man im Gegensatz zu Spinat dann aber nicht noch ein zweites Mal im Herbst aussäen. Die sind in der Regel nicht so kältetolerant und wesentlich mehltauanfälliger. Also auch mit den späten Pflanzen werdet ihr dann wahrscheinlich nicht mehr so viel Freude haben. Kommen wir jetzt mal zu einer ganzen Gruppe von Pflanzen, die ein bisschen mehr Wärme mögen. Und natürlich fange ich hier mit Tomaten an. Wie könnte es auch anders sein? Und ja, kennt ihr ja aus den letzten Jahren, Tomaten nicht zu früh anfangen, so Anfang, Mitte März ist total okay. Dann sind die Tage auch wieder ein bisschen länger. Habt ihr nicht so die Probleme an der Fensterbank. Licht brauchen die auf jeden Fall. Wenn ihr früher anfangen wollt, weil ihr die zum Beispiel ins Gewächshaus setzen wollt, dann solltet ihr schon ein bisschen Kunstlicht haben, also Wachstumslampen, um das erfolgreich zu machen. Ansonsten einfach ein bisschen warten, weil Tomaten sollten ins Freiland auf keinen Fall vor Mitte Mai. Und wenn ihr ein Gewächshaus habt und nicht in der kältesten Region Deutschlands wohnt, dann kann man schon einen ganzen Monat vorher versuchen, die in das Gewächshaus oder den Folientunnel reinzusetzen. Aber auch hier die Gefahr, kommt ein richtiger Frost, sind die hinüber, sei denn ihr habt etwas Frostschutzvlies zur Hand. Ganz ähnlich verhält es sich bei Gurken. Gurken, die für das Freiland gedacht sind, die sollten wirklich erst ab Mitte April vorgezogen werden, dass die dann Mitte Mai ins Freiland kommen. Gurken für das Gewächshaus, auch hier das Ganze einen Monat früher, wenn man das riskieren möchte. Paprikas und Chilis nenne ich jetzt mal in einem. Da kann man wirklich dann schon ab Januar und Februar anfangen. Die haben je nach Sorte eine relativ lange Kulturzeit. Ich würde tatsächlich, wenn ich keine Wachstumslampen habe, warten, bis der Februar oder sogar Ende Februar kommt. Hat man Wachstumslampen und möchte so spezielle Sorten anbauen, die sehr, sehr lange dauern, dann könnt ihr durchaus im Januar anfangen, wenn ihr die entsprechende Ausstattung dafür habt. Und für beide gilt, vor Mitte Mai sollten die nicht ins Freiland und auch in den Tunnel. Wäre ich ein bisschen vorsichtiger, die sind nicht so ganz unempfindlich. Ganz im Gegenteil. Physalis
ebenfalls sehr früh mit anfangen. Die haben eine lange Kulturzeit bis zur Frucht. Also dann auch wirklich Januar oder Februar anfangen, Mitte Mai dann ins Freiland. Melonen, also egal ob Wassermelonen oder Honigmelonen, die Voranzucht macht Mitte April Sinn und raus dürfen die erst ins Freiland, wie gehabt, ab Mitte Mai. Kommen wir jetzt mal zu den Kürbissen. Auch hier wieder dasselbe. Voranzucht ab Mitte April und ins Freiland erst ab Mitte Mai. Das Besondere bei den Kürbissen ist, die sind natürlich eine hervorragende Lagerfrucht, brauchen aber auch unglaublich viel Platz. Bin mir gar nicht so sicher, ob das auf dem Balkon Sinn macht, wenn man sehr gerne Kürbisse mag oder mal sieht, wie so eine Pflanze wächst. Macht es einfach mal. Aber der Platzbedarf, ich denke, da könnt ihr mit anderen Gemüsearten auf dem Balkon mehr erreichen. Zucchini, auch hier Voranzucht Mitte April und ab Mitte Mai ins Freiland. Was ich jetzt immer weggelassen habe, ist die Direktsaat, weil im Grunde genommen macht das keiner. Man kann es machen, man kann Zucchinis direkt säen, funktioniert ganz gut. Nur bedenkt an eins, so ein junges Pflänzchen, was gerade keimt, ist natürlich auch sehr, sehr attraktiv für Schnecken. Und wenn man hinterher ein etwas größeres Pflänzchen auspflanzt, was man vorgezogen hat, da gehen die Schnecken dann schon nicht mehr so da dran. Auch hier das Besondere, was die wenigsten wissen, dass Zucchinis unglaublich gut lagerfähig sein können, wenn man sie groß werden lässt. Das heißt, man wartet so, bis man eh keine Zucchinis mehr sehen kann, weil man so viele geerntet hat, lässt einige richtig groß werden, die Schale wird hart und so lassen die sich, sind ja eigentlich Gartenkürbisse, schon einige Monate lagern. Mais ist auch so eine Pflanze, die ist nicht wirklich für den Balkon geeignet. Wie gesagt, kann man machen, aber mit dem Platz kann man auch bessere Sachen anstellen. Voranzucht ungefähr ab April, ins Freiland ab Anfang Mai und dann immer weiter in Sätzen bis Anfang Juli und mit einer Kulturdauer von ungefähr 3,5 Monaten. Kann man so wirklich 2 bis 3 Sätze an Mais hinbekommen, weil gerade Zuckermais ist nicht wirklich gut haltbar oder haltbar zu machen, der trocknet ein und wenn man im Sommer dann später vor allen Dingen Zuckermais haben will, dann empfiehlt es sich auf jeden Fall hier in Sätzen zu arbeiten. Kommen wir jetzt zu den Kohlgewächsen und fangen hier direkt mit 4 auf einmal an, nämlich Rotkohl, Weißkohl, Spitzkohl und Wirsing. Die unterscheiden sich wirklich kaum in der Anzucht und bei beiden würde ich empfehlen, mit der Voranzucht ungefähr Ende Februar bis April zu beginnen, damit die ersten Pflanzen dann im April ins Freiland kommen können. Geht auch ein bisschen früher und natürlich, es geht auch später, auch hier könnt ihr mit Sätzen arbeiten. Dann haben wir den Sommerblumenkohl, die Voranzucht ungefähr zwischen Februar und April, damit der im April ins Freiland kommt. Der hat eine relativ lange Standzeit und auch einen großen Flächenbedarf, also plant das auch ein, dass danach wahrscheinlich eher nichts mehr ins Beet kann für dieses Jahr, wenn ihr den später aussetzt. Der Winterblumenkohl, da fängt die Voranzucht ungefähr im Juli und August an. Der kommt dann im August, Ende August ins Freiland und einige Sorten bilden dann im selben Jahr noch die Blume und andere stehen dann erstmal über den Winter und bringen die dann erst im nächsten Jahr. Dann haben wir ganz beliebt den Brokkoli. Der lässt sich zwischen Februar und Juni vorziehen und immer wieder in Sätzen, so wie man das gerne hat, nach Pflanzen, aber dann auch erst ab April. Kommen wir jetzt zu 2 Winterkohlarten, wo der Anzuchtzeitpunkt sehr, sehr gerne unterschätzt wird, und zwar erstmal zu Grünkohl. Da beginnt man, auch wenn man im Kopf Winterkohl hat, tatsächlich schon im Mai an mit der Voranzucht. Der kommt dann im Juni die Pflanzen ins Freiland. Der Rosenkohl, der ist tatsächlich noch früher, den sollte man schon im März und April vorziehen, dass die Pflanzen dann im April und im Mai ins Freiland kommen. Und wirklich auch dann, wenn die Ernte erst so jetzt, November, Dezember,
Und Januar, je nachdem man noch im Februar ist, tatsächlich, der hat eine extrem lange Standzeit. Nächste Gruppe, das sind Wurzelgemüse, angefangen mit den Möhren. Und bei Möhren kann man auch hier mit zwei oder mehreren Sätzen arbeiten. In dem Fall Direktsaat, Voranzucht macht nicht wirklich Sinn, da macht man mehr kaputt, als man richtig macht. Und der erste Satz irgendwann im März und April, der zweite dann im Juni und im Juli für die Herbst- und Winterernte. Sehr ähnlich die Pastinaken, mit dem einzigen Unterschied zu den Möhren, dass man hier den zweiten Satz, da muss man drauf verzichten, sondern die Direktsaat ins Freiland ist dann ungefähr im März und April. Kommen wir jetzt zum Knollensellerie. Auch den kann man sehr früh vorziehen, nämlich im Februar und März schon. Bis zur Ernte im Herbst dauert das, also plant auch das in euren Beeten ein. Der hat eine sehr lange Standzeit. Direktsaat würde ich nicht machen und ins Freiland kommt er dann je nach Witterung im April oder dann im Mai. Kartoffeln sind natürlich super lagerfähig, je nachdem welche Sorte. Und die kommen bei uns in den Boden, teilweise auch in verschiedenen Sätzen, zwischen Anfang April und Ende Juli. Nächster Punkt, rote Beete, auch ein super Lagergemüse. Und rote Beete kann man auf verschiedene Weisen haltbar machen, einlegen, fermentieren oder einfach in Sand einschlagen. Und hier müsst ihr eine Sache bedenken, ihr könnt rote Beete schon ab März vorziehen, um die dann einen Monat später ins Freiland zu setzen oder eine Direktsaat zwischen April und August. Nur die sehr früh vorgezogenen Beeten, die sind dann so schnell fertig oder erntefähig, die sind natürlich nichts, um die dann in Sand einzuschlagen. Die bis zum Winter sind die schon wieder neu ausgetrieben. Da müsstet ihr dann also zwingend einen späten Satz machen, am besten so Juni, Juli, dass die dann im September, Oktober und teilweise noch im November erntereif sind. Und die könnt ihr dann wirklich super als Bevorratung in Sand einschlagen. Dann kommen wir jetzt zu Sätzwiebeln und Sätzwiebeln, da kann man auch schon sehr früh im Januar mit anfangen, vor allen Dingen, wenn es diese wirklich großen Gemüsezwiebeln sind und je nachdem, welche Sorte das ist, dann auch noch bis in den März rein. Direktsaat geht natürlich auch zwischen Februar und Mai und je nachdem dann nochmal im Herbst für die Überwinterungssaat, aber auch das ist wieder sehr, sehr sortenabhängig. Kommen wir jetzt zum Porree, da verhält es sich ganz ähnlich mit. Hier gibt es Sommerlauch, mit dem ihr schon sehr früh im Februar mit der Voranzucht beginnen könnt und später Winterlauch. Auch hier die Empfehlung, schaut einfach mal auf die Saatguttütchen, was die Hersteller zu den einzelnen Sorten empfehlen. Die letzte Gruppe, das ist die Gruppe der Hülsenfrüchtler, also Bohnen und Erbsen. Und fangen wir mit den dicken Bohnen an. Dicke Bohnen sind bei uns sehr beliebt. Die kommen schon ab Februar mitunter ins Freiland, wenn es die Witterung zulässt. Kann die auch vorziehen, mache ich gar nicht. Bei dicken Bohnen kann man auch tatsächlich im Juni, Juli nochmal einen zweiten Satz aussäen, der dann nochmal im selben Jahr blühen und fruchten wird. Bei Buschbohnen empfehle ich eine Direktsaat zwischen Mai, Anfang Mai und Ende Juli. Bei Stangenbohnen, da macht es nicht wirklich Sinn, die nochmal auszusäen. Da würde ich wirklich dann Anfang Mai mit der Direktsaat im Freiland beginnen. Erbsen sind da noch ein bisschen schneller. Auch hier verzichte ich auf die Direktsaat. Die kommen in den Boden zwischen April und ungefähr Mitte, Ende August für die letzte Charge, die dann aber eigentlich auch nochmal gut werden. Viele bewährte, samenfeste Biosorten findet ihr bei mir im Shop bei borago.de und auch ganz viele Sachen, die euch bei eurer Pflanzenanzucht unterstützen. So, das war's mit einem etwas längeren Video heute mal, aber zum Glück gibt es ja diese Kapitelfunktion, die hilft euch nur, die Infos rauszusuchen, die ihr auch wirklich haben wollt. Und wie immer bleibt mir zu sagen, hat euch dieses Video gefallen, gebt ihm einen Daumen nach oben, schreibt was in die Kommentare, empfehlt diesen Kanal weiter und dann wünsche ich euch einen guten Rutsch ins neue Jahr und würde mich freuen, euch dann auch im neuen Jahr, auch zusammen mit Marcel und anderen, wieder bei eurer Hobbygärtnerlaufbahn
unterstützen zu dürfen. Bis dahin, macht's gut und ciao.